zieht ab und trifft zum 1:0 von der roten Linie. Sechste Spielminute, das Ganze mit einem Mann mehr. Dario Bürkler bringt die Scheibe einfach mal auf den Kasten. Noch einmal die Szene, Bürkler. Ja, das hat hier nicht nur den Torhüter überrascht. Noch einmal, ja, unglücklich natürlich für Stefan Schagl. Grassi. Für Pestoni, plötzlich freie Fahrt für Inti. Pestoni, die Scheibe ist im Kasten. Im Nachschuss Inti, Pestoni entwischt und keiner ist da. 22. Spielminute, Blitzstart für die Leventiner. Ein sehenswerter Treffer. Noch einmal, Pestoni hat hier plötzlich freie Fahrt. Ja, diese Scheibe geht noch an die Latte. Noch einmal, Pestoni, ja, Lattenknaller und dann der Nachschuss. Maurer, die Scheibe abgelenkt durch Smirnovs zum 1:2 aus Sicht der Servetien. 24:48. Smirnovs mit dem ersten Saisontreffer. Abgelenkt. Der Schuss von Marco Maurer noch einmal. Schwierig auch die Sicht für Damiano Ciaccio. Perfekt abgelenkt durch Smirnovs. Vatanen bleibt hängen an Hietanen, seinem Landsmann. Und jetzt trifft ein anderer Finne, Phil Pula. Drei Finnen involviert hier beim Ausgleichstreffer. Zum 2:2. Jetzt läuft's für Servet. Doppelschlag. Jetzt Filppula. Der abzieht. Hier noch einmal Vatanen mit dem Querpass. Filppula, der Vollstrecker. Und bei Hietanen ist die Scheibe hängen geblieben. Drei Finnen stehen hier also. Pate bei diesem zweiten Genfer Tor. Mernes verliert die Scheibe an Sverker und dieses Forechecking bringt Pestoni die erneute Führung. Pestoni und Sverker zum zweiten Mal im Zusammenspiel. Dieses Mal in umgekehrter Reihenfolge. Pestoni, der Vollstrecker, und Sverker mit der wertvollen Vorarbeit. Noch einmal. Sverker holt sich hier die Scheibe nach gewonnenem Zweikampf gegen Tömmernes und völlig frei steht Inti. Pestoni erwischt Charles zwischen den Schonen. Ambri erneut in Führung für Heim. Zwei Ex-Berner im Zusammenspiel. Bürkler mit dem Abschluss und Bürkler mit dem zweiten Treffer des Abends zum 4:2. Wieder ist sie da, die 2-Tore-Führung für die Tessiner. Herrlich gemacht von Dario Bürkler, viertes Saisontor, zweites heute Abend. Noch einmal Heim, legt zurück und Bürkler kann sich die Ecke aussuchen. Noch einmal und im Blickfeld von Goli Jarla stehen Maurer und Heim. Und diese Möglichkeit lässt sich Bürkler nicht entgehen zum 4:2. Aber Tömmen ist abgelenkt, Vermin, Ciaccio ohne Stock, die Scheibe noch frei und Vatanen trifft zum 3:4, Rangelei inklusive der erste Treffer des Finnen in Trikot Genf Servets. Und hier Grassi und Vermin. Im Fight 2 Ex-Berner. Noch einmal in der Entstehung. Drunter und drüber geht's, dann hat nur noch einer die Übersicht, Sami Vatanen. Der Stock von Ciaccio weg, auch die Stockhand hat er verloren bei der Abwehraktion. Das Ganze
Noch einmal, gar keine Zeit zum Jubeln, bleibt hier Vatanen, zum Ausgleich zu kommen. Und das ist der Fall, Vatanen auf Zuspiel von Tömmernes zum 4:4 und damit auch Sami Vatanen, Doppeltorschütze in seinem zweiten Spiel für Genf Servette. Im zweiten Spiel in der National League, Vatanen. Nach dem Querpass von Tömmernes zieht er ab, erwischt hier Chacho auf der Fanganseite zum Ausgleich. Und wieder ist es Amri Isacco. Totti geht wieder in Führung. 5:4 für Amri Piotta. Wieder kommt eine Antwort nach einem 2-Tore-Vorsprung und dem Ausgleich. Durch die Tessine Grassi mit dem ersten Schuss. Und dann ist es mit dem Nachschuss Isacco Dotti. Hier unglücklich, Maurer stoppt die Scheibe quasi für seinen Gegenspieler. Praktisch von der Strafbank zum nächsten Gegenangriff. Und dieser verwertet Yannick Burren zum 6:4. Gibt es denn sowas, das Drehbuch? Stimmt immer noch, Ambri geht wieder mit 2 Toren in Führung. Ja, von der Strafbank der Ausgangspunkt von Daniele Grassi. Noch einmal, hier Grassi kommt mit einem Bein noch auf der Strafbank. Dann Regin mit dem nächsten Assistpunkt und Yannick Burren eiskalt zieht er ab zum 6:4. Wieder 2 Tore Führung für Ambri. Zum dritten Mal heute Abend 2:0, 4:2 und 6:4 für die Weiß-Blauen. Und dieser Treffer, was ist das für ein kurioses Tor? Kostner bezwingt hier Charlin zum 4:7. Ein Shorthander. Das dürfte nun die Vorentscheidung sein zugunsten der Tessiner. Noch einmal, Kostner zieht ab, die Scheibe noch abgelenkt durch Karrers Stock. Und dann noch einmal Pestoni trifft zum zweiten Mal zum 4:8. Ja, jetzt wird es knüppeldick hier für Genf Servette an dieser Pink Night vor heimischem Publikum. Pestoni, drittes Saisontor, zweites heute Abend im Zusammenspiel mit Macmillan und Heim mit der Vorarbeit. Macmillan, Backhand und Pestoni. Keiner steht hier nahe genug. Beim Ja und dann noch an den Schlittschuh von Karrer. Alles läuft im Moment für die Gäste. Noch einmal Pestoni, ein Hattrick für Enti Pestoni. 3 sind es mittlerweile. 128. Treffer für das Ambri Eigengewächs. Ein Hattrick. 4:9. Ja, richtig brutal wird es jetzt für die Heimmannschaft. Ja, und auch für Torhüter Stefan Charlin. Das wünscht man keinem Goalie. Doch erfreuen wir uns an den Treffen der Leventiner. Völlig frei kommt er zum Abschluss. Inti Pestoni. Und Pestoni mit dem 10. und dem 4. Treffer des Abends. Inti Pestoni, 4 Tore erzielt. Nach dem Hattrick setzt er noch einen drauf und hier in Direktabnahme Inti Pestoni zum 10:4.